1 und 2 macht 4, witte, und 3 macht 9. Freunde, herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Freue ich mich, dass ihr wieder am Start seid. Ich bin wieder sehr gut gelaunt. Ich hoffe natürlich, ihr da draußen auch. Denn, liebe Freunde, wir haben uns hier versammelt, um intime Fragen zu beantworten. Nein, nicht ich, sondern Vanessa mit ihrem Boyfriend zusammen. Wie heißt der nochmal? Fuck, ich bin so ein Arsch, Alter. Ich habe schon so oft auf Videos von den beiden reagiert und ich kann mir Real Talk den Namen nicht merken. Florian, genau, Flo. Flo, Vanessa und Flo. Sie beantworten intime Fragen heute in dem Video. Wir schauen uns das Ganze an. Wir geben mal unseren Senf dazu ab und gucken mal so, ne? Also wir gucken einfach mal rein. Liebe Freunde, lehnt euch zurück, macht euch gemütlich, holt euch lecker Snacks, freut euch, was lecker zu trinken. Wir gehen rein ins Video in 3, 2, 1. Seid ihr bereit, angeschnallt? Los. Man kann nicht sagen, dass alles besser ist. Also ich kann Dinge gut ohne dich machen. Ich sauge. Wie oft habt ihr im Monat Sex? Mehrmals. Ich gucke auch Porn, ja. Ich habe das auch schon mal gemacht in meinem Leben. Ich rede auch oft sehr schnell, sehr aggressiv. Ja, und das finde ich richtig scheiße. Gut, dass ich mit dem nicht geschlafen habe. Okay, willkommen zu diesem Video. Ich hab selbst ein Mikrofon. Was sagen Sie? Hi. Ja, für alle, die es nicht mitbekommen haben, weil ihr mir nicht auf Instagram folgt. Warum folgt ihr mir nicht auf Instagram? Schämt euch. Wir haben Corona. Deswegen gab es so lange kein Video. Ja. Und wir haben immer. Ihr Assis, ihr wart wieder viel zu viel draußen unterwegs. Bleibt halt mal zu Hause. Dreckigen Assis, Alter. Bleibt doch einfach mal zu Hause. Corona und es geht uns okay, okay mittlerweile. Aber wir dachten, wir wollen wieder was hochladen. Deswegen gibt es jetzt ein Q&A. Q&A. Mit euren Fragen und unseren Antworten. Und folgt auf Instagram, weil ihr konntet nur Fragen stellen, wenn ihr auf Instagram folgt. Das ist euer Pech halt, ne? Tja. Habt euch jetzt 2 Wochen gefragt. Ja, liebe Freunde, ich mach zwar die Q&As, folgt mir aber trotzdem auf Instagram. Danke. Hat sich eure Beziehung über die Jahre verändert? Ja. Zum Negativen. Wäre komisch, wenn nicht. Nein. Also wir sind jetzt seit 7,5 fast Jahren, wie lange sind wir zusammen? April, Mai, Juni? Ja, doch, 7,5. Ja, fast 7,5 Jahren sind wir jetzt zusammen. Und ich finde, unsere Beziehung hat sich verändert. Ich finde es komisch, wenn sie sich nicht verändert. Das stimmt. Ich finde, sie hat sich aber immer besser. Also ja, finde ich auch. Ich finde, es ist immer besser geworden. Ja, man kann nicht sagen, dass alles besser ist. Nein, sie hat sich halt verändert, ganz einfach. Es gibt Dinge, die besser sind. Wir kommunizieren besser miteinander. Ich schwöre, unsere Kommunikation ist richtig gut geworden. So einfach. Ja, ich weiß auch nicht, ob wirklich was schlechter geht. Real Talk, ich glaube, das ist einer der mitwichtigsten Learnings in Beziehungen. Kommunikation. Ich glaube, gerade wenn man eine Person kennenlernt und dann mit ihr zusammen ist, ich glaube, dass es erstmal mehrere Jahre auch dauern kann, bis man an dem Punkt ist, dass man über alles miteinander reden kann. Habe ich gerade geröpst, während ich geredet habe? Hier ein kleiner Rückblick. Oh, krass. Aber es ist halt anders, als wie es im ersten Jahr war. Ja, okay, das Einzige, so was man aufgibt, ist diese rosa-rote Brille. Diese rosa-rote Brille, die Aufregung und so. Aber das, was wir jetzt haben, würde ich niemals dafür aufgeben. Ja, ich auch nicht. Weil es ist sehr toll geworden. Wer sich in 7 Jahren nicht verändert, das wäre extrem komisch. Vor allem, wenn ihr als Teenager zusammengekommen seid. Da solltet ihr über eure Beziehung nachdenken. Ich würde dann direkt die nächste passende Frage noch dazu sagen. Wie haltet ihr eure Beziehung frisch? Ja, gar nicht. Feuchttücher, immer schön frisch. Einmal abwischen, das Beziehung wieder frisch. Ach man, das war wieder so unwitzig, ne? Wieder so unnötig, dass ich gestoppt habe. Oh, da war ein bisschen zu fest. Sie ist gar nicht mehr frisch, sie ist voll alt schon geworden. Wir haben halt einen Hund adoptiert, ne? Ja, was macht man noch? Also ich finde, man muss eine Beziehung nicht frisch halten. Ja, finde ich auch. Weil ich finde, wenn es die richtige Beziehung ist, dann wird sie eh immer besser. Ja. Es gibt bestimmt Leute, die brauchen das, dieses. Ja, bestimmt. Denen ist das wahrscheinlich auch. Dieses Prickeln. Ja, aber wir sind ja beide so Menschen, die sowieso gerne chillen, aufeinander hängen und die ganze Zeit zusammen was machen. Es gibt Leute, die brauchen Abstand und brauchen dann diese Aufregung, sich dann nach einer Woche wiederzusehen oder so. Man kriegt das ja von anderen so mit. Ich glaube tatsächlich, ich bin ein bisschen so ein Mensch. Ich glaube, ich bin eher der Mensch, der nicht dieses
die ganze Zeit aufeinander sitzen eher meidet und auch gut findet, dass beide ihre eigenen Sachen machen, ihre eigenen Freundeskreise haben, ihre eigenen Hobbys haben. Ich glaube, das ist auch so ein Learning, den ich mit aus alten Beziehungen gezogen habe, dass ich da, ich glaube, ich bin eher so die Person. Wisst ihr? Von online und von irgendwelchen Medien. Aber es nervt halt nicht, irgendwas mit dir zu machen. Ja. So, und deswegen muss man ja auch nichts frisch halten, weil mit dir ist zum Konzert gehen immer noch so gut, wie es früher war. Und ja. Weiß nicht. Also ich kann Dinge gut ohne dich machen. Ja. Aber ich muss sie nicht ohne dich machen, ja, um dich immer noch zu mögen. Genau. Ich glaube, wenn man das Problem hat, dann sucht man vielleicht irgendwas, um die Beziehung frisch zu halten. Ja, oder beide sind so. Also wenn beide so sind, dann ist es ja passend, wenn ihr euch dann immer mal wieder aus dem Weg geht. Ja, okay, klar. Warte mal, wie lang geht dieses Video? 40 Minuten. Fuck. Ich will nämlich die interessanten Fragen raussuchen. Und das werden wir jetzt gemeinsam machen. Wir werden versuchen, die zu finden. Ah, die ist gut. So, gehen wir mal rein. Wie oft habt ihr im Monat Sex? Können wir das jetzt wirklich machen? Also die letzten Wochen lief es so gar nicht. Nein, also ich glaube, die Frage wird sowieso meistens gestellt, weil Leute so ein gewisses Standard im Kopf haben, oder? Nee, ich glaube, die Frage wird besonders häufig an Pärchen gestellt, die lange in einer Beziehung sind, weil man sich dafür interessiert, ob das nach einer langen Beziehung immer noch fünfmal die Woche ist. Ist es aber logischerweise nicht. Also kann man sich auch denken, das ist nicht so ein zwingendes fünfmal die Woche oder so. Klar gibt es auch Beziehungen, wo das mal so ist oder ne, aber ich glaube, das ist voll unterschiedlich. Ich war halt selber noch nie in einer, meine längste Beziehung war 1 Jahr und 2 Monate. Leute, ich bin ein Anfänger, was das angeht. Ein Anfänger. Was, oh mein Gott, man muss so und so oft Sex haben, damit die Beziehung gut läuft, oder? Am Tag. Am Tag, natürlich. Oder je länger man zusammen ist, hat man dann immer weniger und sowas. aber ich glaube, es tut dann gut zu hören. Es gibt einfach Phasen, in denen hat man mehrmals die Woche, und dann gibt es Phasen, da hat man 2 Wochen, 3 Wochen nicht. Und es ist normal. Wir sind in der zweiten Phase. Ja, Moment. Wir hatten vorgestern oder so. Ja, wir haben halt jetzt Covid gehabt, die letzten 2 Wochen. Da hat halt auch niemand so richtig Bock gehabt. Und aber auch wenn wir gesund sind, gibt es Phasen, ja, da hat man einfach mal 2 Wochen nicht. Auch wenn wir zusammenleben, jeden Abend zusammen ins Bett gehen. Manchmal ist der Hund auch sehr oft dran schuld. Das stimmt. Weil wir gerade keinen Bock haben, die irgendwie nach unten zu bringen. Und dann ist die Mut direkt sowieso schon wieder gekillt. Ja. Also ich bin Team, Hund soll auch einfach zugucken. Er soll einfach ein bisschen was lernen. So. Wisst ihr, wie ich meine? Nein, Spaß. Aber ich hatte schon mal die Diskussion mit niemanden, den ihr kennt. Eine Privatperson. Ich hatte eine Diskussion mit dieser Person, weil die einen Hund hat. Und der, also das ist ein Mann. Er hat einen Hund und ich habe den so gefragt, Digga, weil sein Hund ist wie ein Kind für den. Ist ja auch gut. Aber ich habe den so gefragt, ey, was machst du mit deinem Hund? Tust du, also, wo schläft? Der schläft doch bei dir im Zimmer und so. Ja, ist immer manchmal ein bisschen schwierig und so. Manchmal guckt er halt zu, so scheiß drauf und so. Ich fand das voll witzig. Es ist normal. Auch also, es ist auch normal, wenn ihr täglich habt. Mehrmals. Habt das Gefühl, mein Freund guckt zu viel Porn. Wie steht ihr dazu? War das mal ein Problem? Finde ich auch interessant, die Frage. Ich gucke auch Porn. Was? Was? Also ist schon ein bisschen weird, wenn du dir jetzt Sorgen machst, dass dein Freund so viel Porn guckt. Könnte schon so ein Indiz dafür sein. Aber die Frage ist auch, wofür sein? Dass er zu viel guckt. Also wenn die Partnerin sich Sorgen macht, dass er zu viel guckt, wenn sie schon kein Problem damit hat, dass er es guckt, ist es ja eigentlich... Sowieso erstmal Definitionssache, was zu viel ist. Und ob es nur ihr Empfinden ist oder ob es wirklich... was es für Merkmale hat. Also erstmal, ich habe nichts dagegen, wenn Flo Porn guckt. Ja. Ich habe das auch schon mal gemacht in meinem Leben. Was? Also ich glaube, es gibt so 2 unterschiedliche Dinge, die einen daran stören könnten. Entweder einerseits so die Eifersucht. Ja. Weil ich Angst habe, dass du zum Beispiel eine bestimmte Darstellerin oder so geil findest und dir nur von der was anguckst. Ja. Oder ich habe Angst, dass du irgendwelche Ansprüche dann an mich dadurch kriegst. Ja, ihr kommt eher aus Porn. Ja, oder man bekommt halt selbst, weil man selbst auch mal was gesehen hat, die Erwartung, dass du das erfüllen musst, was du da siehst. Und ja, klar. Also das Ding ist halt, es ist ein fucking schwieriges Thema.
Es ist ein sehr schwieriges Thema, weil das ist eine Welt, die sehr unrealistisch ist. Und das Problem ist, ihr müsst euch das mal so vorstellen. Euer Opa, eure Opa, Oma, wie auch immer, oder eure Vorfahren vor euren Eltern, wo es noch kein Internet gab, die haben insgesamt in ihrem Leben so viele nackte Personen gesehen, selbst wenn die ein Vielbumser waren, ja, selbst wenn die sich richtig gegönnt haben, haben die so viele Leute nackt in ihrem Leben gesehen, wie du vielleicht, bis du 12 warst mit Internetzugang, bis du 12 Jahre oder 13 Jahre alt warst, weil man irgendwann ein Interesse dafür weckt und es einfach sehr einfach ist, übers Internet so etwas zu finden. Und das verzerrt deine Realität von echter Bumserei. Auf gut Deutsch. Junge, dieses Video wird niemals für unter 18-Jährige freigeschaltet werden. Wenn, dann habt ihr Maximum Glück. Wenn ihr schon eine Werbung gesehen habt, hab ich Maximum Glück, weil dann ist das Video werbefreundlich. Aber gut, long story short, die Wahrnehmung wird sehr verzerrt und da müsst ihr auch ein bisschen drauf aufpassen, gerade die jüngeren Zuschauer, vielleicht auch die Älteren, die das so noch nicht gehört haben oder die vielleicht noch nicht gebobimst haben. Das ist nicht so, wie es im Internet gezeigt wird. Und Frauen sehen auch nicht so aus, wie man im Internet sieht. Nicht alle Frauen sehen gleich aus. Nicht alle Frauen haben perfekte Brüste oder einen perfekten Arsch oder sind perfekt rasiert oder. Deshalb, liebe Freunde, ganz wichtig, ja, Das ist nicht so. Und das sollte man sich bewusst sein. Und da muss man auch vorsichtig sein mit den Anforderungen, die man an seinen Partner oder an dem Gegenüber stellt. Genug bist. Dass das Bild der Realität so verzerrt genau, wird. Genau, dass es dann so ist wie... In Pornos haben eh alle viel zu... Die meisten haben zu große Schwänze. Und die meisten Frauen machen... Hast du schon mal Komplexe dadurch bekommen? Mit 13, 14 bestimmt ein bisschen. Also ein bisschen war der Gedanke so, weil es sind halt auch die einzigen Schwänze, die man sieht. Hast du eine komische Vorstellung von Sex durch Pornos bekommen, wenn du die mit 13 und 14 geguckt hast? Ich glaube ein Stück weit schon. Mit 13, 14. Aber ich... Auf jeden Fall. Glaube, vor allem wenn man die ersten gemeinsamen Schritte macht, sozusagen, kriegt man da auch schnell die Realität bei mit. Also bei uns war das Thema Pornos aber nie ein Problem, würde ich sagen. Nee. Also habe ich jetzt nicht im Kopf so. Außerhalb unserer Bubble immer noch oft so ist, leider. Hast du Rasierpickel? Wenn ja, stört es Flo? Das mal wieder eine spannende Frage, liebe Freunde. Jalla. Ich habe Rasierpickel, stört es dich? Nein. Ich habe auch manchmal Rasierpickel, stört es dich? Nein. Aber ich fände es so anstrengend, wenn dich das stören würde. Aber mich stört es bei mir. Ja, mich stört es auch bei mir, weil es weh tut. Ja. Das Schlimmste ist, wenn man frisch rasiert ist und schon so ein bisschen Rasierpickel kriegt. Und wenn du dann, wenn da dann männliche Flüssigkeit drauf kommt, das brennt. Ja, wir haben so gar keine Scham, so irgendwie was vor. Also es fällt mir bei dir nicht auf, in welchem Rasurstadium du bist. Ja, same. Und ich glaube, du hast auch noch nie nicht mit mir schlafen wollen, weil da gerade Stoppeln oder Rasierpickel oder so waren. Wir merken eher, wenn wir mal lange nicht duschen. Wenn ich lange nicht duschen war, hast du, glaube ich, auch noch nie gesagt, nee. Boah, geh erstmal duschen, ey. Auch krank. Aber macht Sinn. Ja, macht Sinn. Das ist ein sehr großes Privileg, davon selbstständig zu sein. Warst du zu 100% bereit, das erste Mal mit Flo zu schlafen? Nein, ich nicht. Warst du nicht bereit, das erste Mal mit Flo zu schlafen? Ja, ich war in dem Moment zu 100% bereit, mit Flo zu schlafen. Nice, der Gentleman. Wir haben einen Monat, nachdem wir zusammengekommen sind, unser erstes Mal miteinander gehabt, ungefähr. Passt genau ein Monat. Und vorher sind ja auch schon Dinge passiert, die jetzt kein Geschlechtsverkehr waren, aber auf die ich auch schon Lust hatte. Deswegen, benutzt das überhaupt noch irgendjemand, weiß dieses Wort? Also das war so ein Bravo-Wort irgendwie. Flo war mein erster Freund und mein erstes Mal und ich war da schon sehr bereit. Und falls ihr Zweifel habt, dann macht's noch nicht. Ja, weil dann ist es eher, lasst euch Zeit. Lasst euch so viel Zeit, wie ihr braucht. Safe. Aber wichtig. Oh,
Also ihr müsst überlegen, kommt der Druck von außen, kommt der, also der Druck ist zu machen oder es nicht zu machen. Genau. Es kann in beide Richtungen den Druck geben, wenn er von außen kommt. So von wegen, alle meine Freundinnen hatten schon. Aber kann ja sein, dass ihr noch nicht bereit dazu wart. Ich war mit 14, 15, war ich noch nicht bereit dazu. Ich glaube, ich habe da erst meine Periode bekommen und dachte so, mich soll noch niemand nackt sehen. Ja, kann aber auch der Druck von außen kommen, so, ihr müsst eure Jungfräulichkeit behalten. Genau. So, oh mein Gott, das erste Mal ist so was Besonderes und Sex macht dich so schmutzig oder so, aber oder, das oder ist nicht wenn, so. Oder auch, wenn Leute oder keine Ahnung, euch die Pornos davor Angst machen, dass es weh tut. Dann guckt mal bei Cheeks vorbei. Man kann schon versuchen, das Schönste daraus zu machen, aber so wie ich habe früher, als ich jung war, viel Bravo gelesen und da gab es ja immer diese Comics, also diese... Bravo, auch kranker Müll gewesen früher, muss man auch einfach sagen, ne? Also wirklich, das ist auch krass, dass man solche Zeitschriften an so 12-, 13-Jährige verkauft hat. Klar war das auch so ein bisschen Aufklärung irgendwo, aber auch sehr viel Müll drin. Wow. Da denke ich mir manchmal, okay, dann lieber YouTube-Channel XY gucken. Auch Müll, aber nicht so viel Müll. Da waren so Schauspieler und dann immer mit so Dialog und ja, so. Ja, ja. Und da ging es oft um das erste Mal und dann haben die mal so geredet, so, oh mein Gott, wir werden nächste Woche am Dienstag unser erstes Mal haben und ich habe das und das vorbereitet. Und voll der Druck, ey. Und da dachte ich auch so, oh mein Gott, das muss so aussehen und diesen Druck muss man sich nicht machen. Und das ist halt das Ding, dann kriegst du als Kind schon eingetrichtert, wenn du dir diese Zeitschriften kaufst, so und so muss das laufen, so und so läuft's, damit das gut funktioniert. Man muss Kerzen aufstellen oder man muss dieses oder jenes und so. Ah, so viel Falschwahrheiten. Ist es okay, wenn der Partner Thirst Traps auf TikTok schaut und die For You-Page voll damit ist? Ich sag, was sind First Traps? Thirst Traps? Werden die jetzt erklären, hoffentlich. Ich finde, das ist eine ähnliche Frage wie bei den Pornos. Also ich hatte, als wir die ersten 2 Jahre zusammen waren, ein größeres Problem damit. Das stimmt. Wenn Flo's Instagram, da gab es doch kein TikTok, glaube ich, oder... Nee, da war es noch Musical.ly. War es dann noch Musical.ly? Ja. Krass, das hatten wir da noch nicht. Aber als deine Instagram, also als du vielen Girls gefolgt bist auf Instagram, hatte ich... Man kennt's, der große Stecher. Ich hatte teils ein Problem damit, aber auch irgendwie nicht. Ja. Das waren so ein paar Streits. Ja, aber ich glaube, also in meiner ersten Beziehung war ich auch sehr eifersüchtig auf sowas. Und jetzt niemals, niemals. Wenn ich jetzt eine Freundin hätte und die macht gerne Sport und folgt nur Bodybuildern und die sehen alle krass aus. Ich schwöre, ich würde keine Ansage machen. Niemals. So, mach. Wenn du es fühlst oder das für dich wichtig ist oder dass Freunde von dir sind, dann mach das. Sobald das in eine andere Richtung geht, erwarte ich einfach von dir, dass du auf mich zukommst und mit mir drüber redest. Wenn du sagst, ey, ich finde den irgendwie hübsch oder nice oder geil oder keine Ahnung. In unserer Beziehung. Im Nachhinein oder auch damals, wir haben dann darüber gestritten, konnte ich auch verstehen, was dein Problem ist. Oder verstehe es auch heute noch natürlich. Ich finde, es ist nichts, auch, also egal ob im Porno oder irgendwelche Influencerinnen oder auch. Ich kann euch aber eine Sache sagen, ne? Für meinen eigenen Kopf. Das klingt jetzt krass und ich hoffe, ihr werdet es nicht irgendwie nachvollziehen können, wem ich entfolgt habe oder nicht. Für meinen eigenen Kopf habe ich vor einer gewissen Zeit, geraumen Zeit, mehreren Mädels auf Insta entfolgt, wo ich so war, boah, folge ich, also warum folge ich denen eigentlich? Und dann ist mir so aufgefallen, eigentlich wegen dem Aussehen und weil ich die hübsch finde, so. Aber macht das Sinn so? Ne, so, also, wisst ihr, wie ich meine? Das... Wie sagt man das denn jetzt? Aber ich wusste, ich folge denen nur, weil ich es feiere, die Bilder zu sehen. Aber was bringt mir das? Was hilft mir das weiter? Ich habe keinen Bock, die zu daten. Ich will die nicht kennenlernen oder so. Aber ich folge denen. Und da habe ich selber so für mich gemerkt, schwierig, weil brauche ich nicht, will ich nicht. Also ich möchte nicht. Das waren halt vor allem auch Influencerinnen, unter anderem, die halt teilweise auch leicht bekleidete Fotos und so gepostet haben. Und da dachte ich mir so, eigentlich eine gute Erkenntnis, weil das wurde so zur, man, die habe ich ja nicht alle an einem Tag gefolgt, sondern es ist so, mal gesehen,
Oder einer hat mal geschrieben, die guckt meine Videos, okay, dann folgt man halt zurück, so, sieht ganz süß aus, macht ganz süße TikToks, so und dies, das, ne? Aber es ist jetzt nicht das Interesse, da die Person kennenzulernen oder es ist nicht das Interesse oder man ist nicht befreundet oder so. Das ist ja was anderes. Jetzt zum Beispiel eine Alicia oder eine Sonny, die auch super hübsche Frauen sind und auch oft sich leicht bekleidet zeigen, das ist ja was ganz anderes. Ich habe eine freundschaftliche Beziehung zu denen und ich sehe da nicht denen ihre Bilder und denke mir so, so, wisst ihr, wie ich meine? So, also, das ist gerade ein bisschen krass ausgedrückt. Sehr krass ausgedrückt. Aber man muss halt einfach sagen, es ist manchmal so die Versuchung da, bei mir Leuten zu folgen, von denen ich aber keinen Mehrwert habe, außer dass die gut aussehen und das meinem Auge schmeichelt. So, aber macht ja keinen Sinn, wisst ihr, wie ich meine? Macht einfach keinen Sinn. Bringt mich nicht weiter. Wo bringt mich das weiter? So, und deshalb habe ich neulich tatsächlich mal meine Abonnenten so durch meine Abos durchgeguckt und einigen entfolgt. Das war das Wort zum Sonntag, liebe Freunde. Ich bin ein bisschen auf die interessanten Fragen gesprungen. Die anderen sind nicht mehr so interessant, also es sind nur noch zwei. Ihr könnt aber gerne ins Video reingucken und das Ganze gerne einmal abchecken. Denn die zwei sind echt sympathisch, also lasst gerne ein Abo da, lasst Liebe da, ihr wisst, wie der Hase hoppelt, liebe Freunde. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Schaut gerne auf mein Instagram vorbei und teilt mal gerne eure Meinung unten in den Kommentaren, vor allem zu den Themen, die sie angesprochen haben oder die ich auch gerade angesprochen habe. Würde mich mal sehr interessieren. Folgt ihr auf Insta Personen, mit denen ihr eigentlich nichts zu tun habt, aber die ihr einfach nur heiß findet? Wo ihr einfach nur, also die einfach nur so hübsch sind. Die einfach, ne? Einfach eine Augenweide, nur für euer Auge. Einfach nur so fürs, ist schön. Ihr liked die Bilder auch nicht, weil ihr wollt nur gucken, ihr wollt nicht liken. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, bin ich sehr gespannt. Und schreibt auch gerne dazu, ob ihr in einer Beziehung seid oder nicht währenddessen. So ist ja jetzt nicht verwerflich, aber ich glaube, das ist so eine Sache, die man unterbewusst macht. Man macht es nicht bewusst, man macht es so unterbewusst. Und das hat nichts mit Warmhalten zu tun während einer Beziehung oder so, dass man sich irgendwas warm halten will, sondern einfach, dass es so trotzdem schön fürs Auge ist. Wisst ihr, was ich meine? Wir sehen uns morgen, liebe Freunde, haut rein. Bis dahin. Tschüss.